Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Wi-Fi Battle. Wir spielen heute gegen Nintendo, so würde ich den Namen auf jeden Fall erstmal aussprechen. Und ja, wir bringen hier mit Mega-Zaubers Choiska, Flampivian, Tentoxa, Magnezone mit der Assault Vest, mein physisch-defensives Shelterra zum Tarnstein legen und mein Choice Bandit Trikefalo. Und ja, mein Gegner bringt hier ziemlich starke Pokémon, muss man sagen. Auch teilweise ziemlich coole Pokémon. Wir hätten auf seiner Seite Glurak, Panzer-Aeron, Bisaflor, Gastrodon, Zwirklob und Electros, Zapplerang, genau. So, Freunde, ihr seht, by the way, ich benutze diesmal wieder einen anderen Rahmen. Der ist so ähnlich wie der X- und Y-Rahmen, den ich gegen Ende hatte. Liegt daran, ich fand den vorigen Rahmen nicht schlecht, aber der war mir so ein bisschen vollgestopft irgendwie. Und den finde ich schön übersichtlich, den finde ich so in Ordnung. Und ja, meine lieben Freunde, ja, was kann ich aus der Team-Preview entnehmen? Was ich erstmal sagen muss, ist, ich habe einen großen Respekt vor seinem Team. Vor allem habe ich Angst vor seinem Glurak, wenn es denn ein Mega-Glurak ist. Beide könnten mir sehr gefährlich werden, sowohl Y als auch X. Zwirklob ist immer so eine Sache, muss ich einschätzen können, wie genau dieses Ding gespielt wird. Zapplerang natürlich ebenso, kann man physisch und speziell spielen. Bei Zwirklob ist halt die Sache, wenn es speziell defensiv ist oder physisch defensiv ist, da muss man halt erstmal drauf kommen, wie es denn ausgelegt ist, nicht wahr? Insofern mache ich mir darum schon ein bisschen Sorgen. Mein größter Threat für sein Team ist, denke ich, Mega-Zaubers, weil ich schneller als alles in seinem Team bin. Und also sobald ich mich gemegert habe, wohlgemerkt. Und ich kann eigentlich alles hart treffen. Zapplerang nicht ganz so gut, wenn es Assault Vest ist, aber ich kann Zwirklob gut treffen mit dem Orkan, ja, je nachdem wie es ausgelegt ist. Gastrodon auch, selbst wenn es speziell defensiv sein sollte. Bisaflor ist halt, hat keine Chance gegen Megataubers. Glurak werde ich überholen und guten Schaden machen. Und Panzerero könnte ich mit der Hitzewelle halt gut treffen, die ja auch durch die wunderschöne Fähigkeit von Megataubers hundertprozentig trifft. Flampivian kann hier definitiv auch etwas zu unserem Gunsten beitragen, möchte ich doch mal meinen. Wie gesagt, mein persönlich größter Threat auf seiner Seite ist definitiv Glurak, je nachdem was für ein Mega es denn ist. Es könnte ja auch Bisaflor sein, aber wenn man die beiden so in einem Team sieht, geht man doch in der Regel davon aus, dass es sich hier um diese Dürre-Chlorophyll-Taktik handelt. Also dass das Megadruck Y sich megert, um somit die Sonne hervorzurufen und somit Bisaflor seinen Init-Boost zu gewähren. Zapplerer könnte auch ein Problem für meinen Tauros werden, um es von seinem Street-Potenzial abzuhalten. Aber Freunde, wie sich das Ganze herausgestellt hat, würde ich sagen, erfahrt ihr jetzt im Kampf. Ich wünsche euch viel Spaß. So, und ich muss sagen, Freunde, ihr habt ja schon in der Team-Preview gesehen, mein Gegner wird hier gleich mit Glurak leaden. Und das ist nämlich genau der Lead, an den ich überhaupt nicht gedacht habe. Ich dachte mir, er könnte theoretisch mit jedem Pokémon leaden. Ich bin mit allem einverstanden, aber nicht mit Glurak, weil so kriege ich nicht safe meine Mega-Entwicklung raus, weil noch ist Glurak, wenn es voll auf Init investiert ist, schneller als Tauros. Und das will ich nicht riskieren. Wechsel darum raus, immer in Tentacles. Bin nämlich von dem Y-Glurak ausgegangen, das wir auch hier gleich zu Gesicht bekommen, seinen Champ, wohlgemerkt. Und das Problem an Glurak Y ist auch, klar, sobald ich Tauros einmal in die Megaform bekommen habe, kann ich es outspeeden. Aber ich kann, sobald Tentoxa mal weg sein sollte, kann ich nichts safe in dieses Pokémon reinwerfen. Und wir sehen, der Flammenwurf, ja, den tank ich noch ganz gut weg. Ich meine, das ist ein voll speziell defensives Tentoxa. Das Ding ist speziell defensiv wirklich top. Und ja, mein Gegner wechselt an dieser Stelle nun raus in sein Panzer-Aeron, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, weil viele Leute auch gerne, was heißt gerne, also Siedewasser essen muss auf dem Ding. Und das hätte ich theoretisch auch einsetzen können, aber ich bin ja auf Schlammwoge gegangen, wollte mal einfach den meisten Schaden rausdrücken und mal sehen, wie viel ich diesem Glurak so damit an Schaden machen kann. Andererseits dachte ich mir, er wird jetzt bestimmt nicht auf den Sturzflug gehen, sondern auf die Tarnsteine. Das ist die perfekte Gelegenheit, hier meine Mega-Entwicklung rauszubekommen. Und ja, er hat damit schon gerechnet, wechselt an dieser Stelle nun raus in sein Zappi. Das ist sein Zapplerang, Freunde. Wahrscheinlich sogar Assault Vested, also er trägt eine Offensivweste, wodurch sich seine Spezialverteidigung um 50% steigert. Ich gehe hier erstmal in meinen wundervollen Super Saiyajin Vogel. Und ja, gehe auf die Hitzewelle, die durch die Sonne von dem Glurak noch geboostet wird und damit sehr großen Schaden an diesem Zapplerang hinterlässt. Da ich wusste, dass es mit einer zweiten Hitzewelle wahrscheinlich nicht reicht, gehe ich hier, um das Ding auszunocken, gehe ich hier erstmal mit der Kehrtwende wieder raus. Ja, tatsächlich, ich spiele Kehrtwende noch drauf. Auf dem vierten Slot habe ich, by the way, Ruheort, um mich eventuell nochmal hochzuholen, weil das Ding kann durchaus sweepen und ich will nicht von Irrlicht oder so da an diesem Sweep-Potenzial gehindert werden oder durch Tarnsteine, man weiß es ja nicht. Ich habe hier nun aber absolut nicht mit dieser Kehrtwende gerechnet, Freunde, die mein Trikefalo natürlich gleich mal hart trifft. Ich habe eher mit einem Flammenwurf eventuell gerechnet, um den Switch auf, keine Ahnung, Shelterra zu predicten oder mit einer Elektroattacke, aber ich habe nicht
nicht mit dieser Attacke gerechnet. Und ja, da ist Gastrodon und ich wusste, ich kann es nicht one-hitten, deswegen dachte ich, mit einem Choice-Bandit-Wutanfall. Höchstwahrscheinlich nicht, deswegen dachte ich mir, ich gehe erstmal mit der Kehrtwende wieder raus. Und zwar switche ich hier wieder in mein Tintoxa, weil das ist nun die beste Gelegenheit, meine Tarnsteine loszuwerden. Er geht hier auf den Eisstrahl und mal sehen, bekommt er den Freeze? Nein, bekommt er nicht. Ich kann mich mit dem Giftschleim den Schaden quasi wieder wegheilen. Und ja, er hat ebenfalls die Überreste drauf. Und ja, er wird hier aber nun gezwungen sein rauszuwechseln. Klar, er könnte auf Erdkräfte gehen, wenn er sie im Set hat. Allerdings würde ich meine Tarnsteine so oder so, seine Tarnsteine von meinem Feld so oder so entfernen können. Und ja, so oder so wäre mir das jetzt nicht gegen den Strich gegangen. Und ja, da kommt der Turbodreher. Ich kann dem Panzerero immer seine Robustheit kaputt machen, das ist auch was Schönes. Bekomme durch den Beulenhelm noch ein bisschen Schaden und ja, mal sehen, was mein Gegner nun vorhat. Ich bleibe an dieser Stelle sogar drin und gehe auf Siedewasser. Interessanterweise outspeede ich Panzereron. Und hier bekomme ich erstmal den Crit und den Burn. Das war nicht schön voll. Das tat mir auch wirklich leid, aber es ist halt Pokémon. Was soll ich sagen? Er geht hier nochmal auf die Tarnsteine. Er weiß natürlich, wenn ich immer wieder auf Turbodreher gehen würde, würde ich mich irgendwann selber ausnocken durch den Beulenhelm. Und falls er da mal angreift. Der Burn hilft mir natürlich schon sehr gut dabei. Aber naja, er wechselt an dieser Stelle nochmal raus. Und zwar in sein Zapplerang erneut. Hat vielleicht wieder mit einem Turbodreher gerechnet oder einfach weil, genau, ich kann jetzt auf Turbodreher gehen und der bekommt damit quasi die Switch Initiative, weil er jetzt auf jeden Fall auf eine Elektroattacke gehen kann. Ich war mir auch an dieser Stelle nicht sicher, ob eine Schlammwoge reicht, um das Ding nun zu besiegen, weshalb ich meinen Tintoxa hier nochmal rausnehme. Und zwar gehe ich an dieser Stelle nun in mein Shellterra, weil ich ja nun weiß, das Ding ist physisch, damit kann ich leben, mit Shellterra ist er meine physische Wall. Er geht auf Stromstoß, kann mir also keinen Schaden machen, nun geht er hier auf die Kehrtwende, was mir natürlich nun den Vorteil bringt, dass ich entweder auf Tarnsteine oder auf Egelsamen gehen kann. Und was bringt mein Gegner hier rein? Er bringt wieder seinen Champ rein, sein Mega Glurak Y. Hervorragende Wahl natürlich, ich meine, das Ding ist einfach brandgefährlich für mein Team, ihr versteht, was ich meine. Und ja, ich nutze die Chance nun, um, wie gesagt, meine Starfrogs rauszulegen. Jetzt haben wir die, nee, ich habe seine Tarnsteine habe ich gerade von meiner Seite entfernt. Nur hat er die auf seiner Seite liegen. Es ist natürlich gut, dass er Glurak vorher nochmal reingebracht hat. Somit bekommt das Ding nämlich keine 50% Schaden durch die Starfrogs. Ich wechsle hier nun wieder in mein Tintoxa. Ich weiß, ich kann das nicht mehr allzu oft machen. Vor allem predicted er das hier und geht auf den Luftschnitt. Ist okay, ihr seht, ich kann davon noch einen tanken, sofern ich keinen Flinch bekomme. Und ja, ich hoffe einfach, dass das gelingt, weil... Ja, erstmal geht hier der Luftschnitt daneben, das tat mir einfach furchtbar leid. Und hier gehe ich auf die Schlammwoge und dachte mir, komm, macht mal ein bisschen Schaden. Ich kann ja auch nicht mehr rauswechseln. Und es macht einfach so wenig Schaden auf diesem Glurak. Wir sehen, er hat eine gute Spätstef. Die Sache ist, ich brauche den Toxa auch eigentlich für nichts anderes mehr. Und hier bekommt er sogar einen Flinch, Leute. Und ich brauche einfach einen safe Switch. Und den bekomme ich nur, wenn ich den Toxa down gehen lasse. Tut mir sehr, sehr leid, den Toxa, aber es muss leider sein. So, und der zweite, der dritte Luftschnitt, quasi der vierte, wie man es sehen will, reicht nun, um meinen Tintoxa auszunocken. Dadurch ist mein Glurak Konter also quasi besiegt. Ich kann ihn nun jedoch in mein Donkey Kong, mein Flampivian gehen. Der hat hier entweder nicht mit dem Walschall oder mit dem Steinhagel gerechnet. Auf jeden Fall gehe ich auf diesen Move. Dadurch durch den Walschall bin ich schneller als Glurak und kann es mit einer vierfach effektiven Attacke natürlich One-Hitten. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil dadurch ist der größte Threat in seinem Team nun besiegt. Und jetzt ist nun die Sache, Zapplerang ist gerade angeschlagen, Glurak ist weg. Ich habe nun potenzielles Sweep-Potenzial mit meinem Tauboss. Ich wechsle hier nur nochmal raus, direkt in meinen Tauboss, da ich hier einen Nachtnebel erwartet habe, der auch prompt kommt. Freunde, und nun kann Tauboss seine Macht quasi entfesseln. Er wechselt nun raus in sein Gastron. Also er wechselt wirklich nochmal raus. Mutig, muss man sagen. Mal sehen, was ich hier tue. Ich gehe natürlich auf den Orkan, macht den meisten Schaden. Das ist einfach ein unglaublich starker Move auf diesem Ding. Und er macht einfach so viel Schaden auf einem Gastrodon, das wahrscheinlich speziell defensiv ist. Und ja, er hätte vielleicht besser daran getan, ein anderes Pokémon hier zu opfern, um dann einen Saving Switch auf Gastrodon zu bekommen. Aber das Spiel hätte auch nicht allzu lange spielen können, weil ich hätte immer wieder raus switchen können, einen Konter reinbringen können und es danach mit einem Orkan erneut angreifen können. Auf jeden Fall reicht es nun, um das Gastrodon zu tweeten. Warum er hier Panzer-Eron rein und weiß ich nicht. Vielleicht wollte es einfach Death oder aber ganz einfach opfern. Ich weiß nicht wieso. Aber ich meine, er hat die Hitzewelle sogar schon gesehen, deswegen, naja, kann ich mir nicht ganz erklären. Auf jeden Fall, Panzereron verlässt nun auch hier das Spielfeld. Also, Tauboss macht wirklich gerade seinen Job. Und ja, da hätten wir nun nochmal seinen Zwirklub. Er hat also quasi zwei Pokémon geopfert und ist nun in der gleichen Situation wie vorher. Äußerst ärgerlich natürlich für ihn. Ich gehe nun auf den Orkan. Ich habe schon damit gerechnet, dass es nicht zu einem One-Hit reichen würde. Denn je nachdem, egal, unabhängig vom Investment, Zwirklub hält sehr, sehr viel aus. Er geht nun auf den letzten Ausweg, den er für sich so sieht, und zwar auf den Fluch. Allerdings etwas spät, denn
mal abgesehen davon, dass ich Ruheort in meinem Set habe und diese 25%, die ich nach jeder Runde bekomme, eh wieder hochheilen kann, ja, hat er gar nicht mehr die Zeit dazu, mit so meine HP ganz abzuziehen. Denn hier kommt erstmal Zapplerer rein, dass er erstmal Tarnsteinschaden bekommt und von meiner Hitzewelle erstmal ausgenockt wird. Und ich finde, Hitzewelle sieht übrigens ziemlich cool aus auf Taubos. Mit einem unnecessary Crit, also ich denke auf jeden Fall, der war unnecessary. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass es gemeldet hat. Und ja, Freunde, sein letztes Pokémon ist dann jetzt, glaube ich, auch Bisaflor. Ja, da kommt Flower Power. Und meine Haare sehen heute ein bisschen crazy aus, sehe ich. Kann das sein? Ich glaube schon. Es ist spät, Freunde. Und ja, ich gehe auf den Orkan. Es ist doch ein volles Bisaflor, aber naja, fast voll. Aber es ist nicht mega Bisaflor, es ist vor allem Stab und sehr effektiv. Das überlebt es nicht. Und damit konnte ich den Kampf durch einen, ja, relativ anschaulichen Taubos-Sweep beenden, wie ich finde. War auf jeden Fall dennoch ein sehr schöner Kampf, Nintenti. Nintenti hört sich so komisch an. Nintenti. Ich nenne dich einfach T. War ein cooler Kampf auf jeden Fall. GG, möchte ich doch mal meinen. Was ich dir nur sagen kann, Glurak war auf jeden Fall deine Win-Condition quasi. Du hast es gegen Flampivian einfach, du hast es einfach geopfert. Man kann es nicht anders sagen, du hast es einfach down gehen lassen. Aber vielleicht hast du einfach nicht mit dem Wahlstand oder mit dem Steinhagel gerechnet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hätte dir das Ding definitiv noch zum Sieg verhelfen können. Vor allem nachdem Tentoxa weg war. Und du hättest den Fluch mit Zwirklub vorher einsetzen sollen, beziehungsweise können. Denn du hast ja gesehen, du hast quasi zwei Pokémon einfach geopfert. Und in solchen Momenten ist Damage-Kalken eigentlich auch nicht verkehrt beim Kampf, wenn man sich in einer solchen Situation sieht. Möchte ich einfach mal so als Tipp geben, weil ich glaube, er hat mir auf Twitter noch gesagt, dass er noch Competitive Anfänger ist, deswegen, es sind einfach nur Tipps, die ich dir geben möchte. Und ja, man lernt einfach mit der Erfahrung, würde ich sagen. Ich denke, es ist bei jedem von uns auch genauso gewesen. Und ja, Freunde, das war der Kampf heute, war relativ kurz und knackig, aber fand ich ziemlich cool. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch gegen mich kämpfen möchtet, folgt mir auf Twitter, da poste ich immer, wenn ich Kämpfe aufnehme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Freunde, bis dahin und haut raus. Ciao.